Bohr und Borax, gefährlich oder gesund? Hi, hier ist Matthias von die Praxis Family und heute geht es genau um das Thema Bohr oder Borax. Was ist es? Es ist ein Mineral. Es ist ein Mineral, das natürlich im Boden vorkommt. Und es ist ein Mineral, das normalerweise auch in unserem Essen sein sollte. Denn es ist für uns essentiell. Wir brauchen Bohr. Jeder von uns braucht Bohr. Bohr befindet sich vor allen Dingen in pflanzlicher Nahrung. Alles, was irgendwie im Boden und am Boden wächst, hat normalerweise aus dem Boden herausgezogen Bohr. Besonders reichhaltig ist es in Mandeln, in Dörrpflaumen und in Rosinen. Aber auch in allen anderen Pflanzen ist es normalerweise reichhaltig enthalten. Warum betone ich das so? Weil wir einfach kaum noch Bohr im Boden haben. Durch die konventionelle Landwirtschaft wird der Boden ausgemergelt, die Böden werden permanent bebaut, es wird wenig Mineral zugeführt. Vor ca. 100 Jahren haben die Landwirte noch Bohr auf die Felder gestreut, weil sie wussten, dass es wichtig ist. Das wird heute nicht mehr gemacht. Und das ist so, dass zusätzlich noch die ganzen Wachsbeschleunigungsmittel, Pestizide, Herbizide, sowas wie Glyphosat, sind oft Bindemittel für die Mineralien. Das heißt, sie binden die Mineralien an sich und haben dann stets der Pflanze nicht mehr zur Verfügung. Das mergelt natürlich den Boden noch mehr aus. Deswegen ist es so, dass wir nicht nur ein Jodmangelland sind, sondern mittlerweile auch ein Bohrmangelland. Das gilt für die komplette westliche Nation. Und das ist natürlich ein Riesenproblem. Des Weiteren wird die Bohraufnahme, wenn es denn so ist, dass wir mal Bohr mit dem Essen mitkriegen, im Darm oft behindert. Dadurch, dass der Darm latent entzündet ist, dass wir Fehlbesiedelung im Darm haben, chronische Entzündung im Darm haben. Besonders wenn ihr noch Fleisch esst oder wenn ihr noch Gluten esst oder Milchprodukte, dann ist euer Darm oft gar nicht mehr in der Lage, diese ganzen Sachen gut aufzunehmen, weil er von innen chronisch entzündet. Gut, was haben wir jetzt so mit dem Bohr? Bohr kann man zuführen. Spannenderweise ist Bohr allerdings mehr oder weniger schwer zugänglich. Es gibt aber nach wie vor Möglichkeiten, Bohr ganz normal über Nahrungsergänzung zuzufügen. Es gibt Tabletten mit 3 Milligramm, mit 5 Milligramm. Da bekommt ihr das Bohr dann quasi mundgerecht portioniert, ohne dass ihr Gefahr lauft, überzudosieren. Es zeigt sich aber auch, dass man, wenn man einen Effekt mit Bohr haben will, wir kommen gleich drauf, was das sein kann, dass man dann vielleicht auch mehr braucht. Dann könnt ihr entweder mehr Kapseln nehmen oder ich habe gehört von einem Freund, es gibt auch die Möglichkeit, Bohr zu beziehen. Dann allerdings nicht für die Einnahme, sondern für die Reinigung oder den Chemiehandel. Also da könnt ihr fantasievoll werden. Die optimale Empfehlung für die Einnahme von Bohr, die wir geben, ist, wenn man einen Teelöffel nimmt, davon ein Achtel Pulver, Borax, in eine Wasserflasche mit einem Liter Wasser. Und das über einen Tag verteilt trinken. Wenn man das macht, jeden Tag, habt ihr die optimale Bohrmenge. Okay, was ist jetzt los mit dem Bohr? Bohr ist absolut essentiell, vor allen Dingen für den Knochenstoffwechsel. Ohne Bohr habt ihr keine Möglichkeit, einen vernünftigen Knochenstoffwechsel zu haben, denn Bohr ist ganz, ganz wichtig für eine ganz winzig kleine Drüse neben der Schilddrüse, die Nebenschilddrüse. Davon haben wir 4 Stück und die brauchen Bohr, damit sie ordentlich arbeiten kann. Wenn Bohr also fehlt, dann hat diese Schilddrüse eine Fehlfunktion und häufig geht sie dann in die sogenannte Überfunktion. Das heißt, sie macht zu viel von dem Parathormon. Parathormon kann man sich ein bisschen merken, so eine Eselsbrücke aus der Heilpraktiker- oder Medizinerschule, ja, stellt quasi Mineralien parat. Das ist das Parathormon, das stellt was parat. Was stellt es parat? Mineralien. Parathormon sorgt dafür, wenn es zu viel ist, dass die Knochen ausmergeln. Es holt das Calcium aus den Knochen raus. Und dadurch mergeln Knochen aus, es steigert Osteoporose. Das heißt, jeder, der stabile Knochen auch im Alter haben will oder jeder, der schon eventuell an Osteoporose leidet, ihr braucht unbedingt Bohr, damit das Ganze besser wird. Gleichzeitig verbessert Bohr aber auch die Gehirnleistung. Die Gedächtnis- und Gehirnleistung wird besser. Und was sich noch tut, ist, dass die Bildung von Sexualhormonen verbessert wird. Das heißt, Bohr, wenn genug da ist, haben wir eine gesunde Produktion von Testosteron oder Östrogen, je nachdem, Mann oder Frau. Wenn es im Mangel ist, sinkt das. Und dann kommen wir in diese ganzen Östrogen- und Testosteron-Mangelsymptome. Und das ist natürlich auch wieder was, was wir nicht haben wollen. Das heißt, ihr solltet Bohr tatsächlich ernst nehmen,
annehmen, denn es tut richtig gut, wenn diese ganzen Spiegel passen. Zusätzlich wirkt es entzündungshemmend. Es gibt einen Osteopathen, Mr. Newham, der hat mal das Experiment gemacht. Er hat einfach 30 Milligramm Bor genommen, also nicht 3, sondern 30, jeden Tag. Das ist diese Flaschenportionierung, die ich beschrieben habe. Und nach 3 Wochen waren seine Arthrose und Arthritis weg. Das heißt, diese Entzündung an den Gelenken, die Schwellung an den Gelenken, die Bewegungssteifigkeit war besser. Und das allein durch Bor. Also jeder von euch, der in dieser Richtung Symptome hat, sollte das mal probieren. Im Zweifelsfall könnt ihr es testen mit der Dr. Mama Testmethode. Aber ansonsten mal vorsichtig rantasten. Es schadet auf jeden Fall nicht, denn im Mangel ist es bei uns in jedem Fall.